Mein Name ist Henriette Heuss, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Lüneburg. Das ist eine Kleinstadt in der Nähe von Hamburg. Und ich habe dort ein Kurzfilmfestival für junge Filmemacher gegründet. In 2015 habe ich das Kurzfilmfestival sozusagen gegründet und davor habe ich selber schon an einigen Kurzfilmprojekten teilgenommen im Jugendfilmcamp. Das ist ein Sommercamp für Jugendliche, ja, Filminteressierte, die dort zusammenkommen, um halt Kurzfilmprojekte umzusetzen. Und dort gibt es am Ende des Sommers auch immer ein kleines Kurzfilmfestival, wo halt die Ergebnisse des Sommers oder der Camps gezeigt wird. Und ja, dieses Kurzfilmfestival hat mir irgendwie die Inspiration gegeben, selber ein Kurzfilmfestival auch ins Leben zu rufen. Ja, weil ich dort diese Atmosphäre einfach sehr schön fand, dass Jugendliche zusammenkommen können und irgendwie sich gegenseitig ja auch Tipps geben können und irgendwie sich zusammentun, um auch weitere Kurzfilme dann gemeinsam zu drehen. Also das Festival im ersten Jahr, das war 2016, bestand aus einem Tag und wir haben vormittags Workshops angeboten, kostenlos für alle, die Interesse haben. Das waren also Themen wie Regie und Drehbuch, aber auch Kamera, also Kameratechnik. Und abends gab es dann ein Screening aller Filme und anschließend die Preisverleihung durch die Jury aus Professionellen. Ja, wenn ich mich so daran zurückerinnere, dann damals war das noch so unfassbar irgendwie, dass man jetzt ein Kurzfilmfestival irgendwie auf die Beine stellt. Also ich erlebe das ja heute noch manchmal, wenn ich das auch anderen erzähle, dass da einfach ein sehr großes Erstaunen auch mir entgegenkommt. Ja, okay, wie organisiert man denn jetzt einfach so ein Kurzfilmfestival? Also und da bin ich dann meistens auch irgendwie immer noch mal einen kleinen Moment erstaunt, weil es, glaube ich, einfach eine sehr, sehr schöne Entwicklung war und ich auch sehr dankbar dafür bin, dass das so gelaufen ist. Also bei so Projekten gibt es natürlich immer auch Probleme und Herausforderungen, gerade wenn man auch nicht als Profi anfängt, sondern eher als Amateur und Learning by Doing macht, dann muss man natürlich zwangsläufig immer auch dazulernen. Also seit ich mit weiter bin, ist es natürlich sehr schwierig, irgendwie auch noch Zeit für das Festival zu finden. Das ist schon nicht so leicht, wenn man da erstmal mit dem Kopf ganz woanders ist. Dass es weiterhin ein so tolles Team gibt, was hinter dem Festival steht. Also alles Leute, die irgendwie dafür brennen und ja, einfach alles da reinstecken. Ich glaube, das sind meine größten Wünsche eigentlich erstmal für das Festival.